Glück auf, liebe Mädchen, zwei Freunde, hier ist mal wieder euer Trick. Ja, nachdem so viele Anfragen waren, wann denn der nächste Hit der Woche kommt, weil er ja schon etwas zu einer längeren Zeit nicht da war, habe ich mich entschlossen, mal wieder einen Hit der Woche zu machen. Als erstes würde ich sagen, verschaffen wir uns einen kleinen Überblick, wo wir als letztes stehen geblieben sind. Und da werfen wir hier mal einen Blick auf die Tabelle der ewigen Sieger von Hit der Woche. Da ist dann zu sehen zum Beispiel, dass hier im ersten Teil hatte der Mitspieler Fatboy gewonnen, im zweiten Teil hatte der Spieler Günay gewonnen, im dritten Tactical Nuke, wir erinnern uns alle, im vierten gewann Master Sura, der fünfte Teil war natürlich ein Special mit den 10 kleinen Negerlein, das war wirklich, ich glaube, mein Meisterwerk bis jetzt von allen Videos. War ja auf YouTube leider nicht zugelassen, deswegen muss ich die Verlinkung nach meinem Video machen. Ja, und im sechsten und letzten Teil bis jetzt ist ja dann der Spieler Bim hier, unser Herr Albirox, noch als Sieger vom Platz gegangen. Ja, ich würde sagen, bevor wir mit den neuen Kandidaten anfangen, muss ich ja nur eine kurze Erläuterung machen. Und zwar habe ich hier noch folgendermaßen was gesehen, was ich wirklich sehr traurig fand. Und zwar war mal wieder eine kleine Schlägerei und zwischen der Gilde Hurricane und der Gilde Blue Crown, wie immer halt. Und man kennt es ja selbst, man rennt den Leuten einfach hinterher, die werden dann down gehauen, so, und sobald die dann auf den Boden legen, da fangen die irgendwann eine Tapete da voll zu läden und wollen dich in irgendein Gespräch verwickeln. Und es gibt auch so einen YouTuber neben Bim von Majestix. Ich glaube, der hat auch mehr Abonnenten als ich und ist auch schon ein bisschen länger dabei. Und er spielt hier einen 90er Krieger. So, der liegt natürlich hier unten im Dreck gerade. Und das Lustige an der Sache ist, der Spieler, der bekommt dann ein paar Sprüche ab. Und sobald er dann aufsteht, geht er eigentlich nicht auf mich, eigentlich auf den Spieler, den er am meisten hasst. Da sucht er sich das schwächste Glied aus. Und das ist in meinen Augen, muss ich sagen, schon sehr, sehr armselig, wenn man da einen 40er, Level 50er angreifen muss mit 90, ne, nur weil man ein bisschen angepisst ist. Da muss ich sagen, Junge, kauf dir einfach mal ein paar Eier im Lidl, die sind nicht ganz so teuer. Wenn du nicht drauf hast, gegen mich irgendwie zu bestehen, dann lass doch den Druck nicht an kleinere Spiele aus, weil dann ist es echt ein bisschen armselig. Und wenn man dann noch angerannt kommt, ey, und dann zweites Mal ein nicht wieder am Boden liegt, ganz ehrlich, besorg dir ein bisschen besseres Sekur oder so, wenn du oben mitspielen willst. Aber jetzt hier da die 40er, 50er anzuhauen oder so, das ist schon mehr als ein bisschen armselig. Ja, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt hier nicht vom Thema ab oder so. Kommen wir nun zu den nominierten Spielern. Also es ist auch, muss ich sagen, es ist gar nicht mal so leicht hier auf diesem Server hier noch überhaupt welche zu nominieren. Weil man kann ja nicht immer die gleichen nehmen. Ne? Also ihr habt gesehen, ich habe bei Pferd letztens die 50k geknackt. Aber den hatte ich ja auch schon mal in irgendeinem Teil erwähnt. Und es ist ja auch nicht immer schön, wenn man immer die gleichen nur in jedem der Woche Teil reinbringt, weil das ist ja langweilig. Dann würde ich ja in jedem Teil irgendwie so einen BIM 40k Nackenklatscher zeigen und das ist ja für alle Beteiligten auch dann nicht mehr so interessant. Ich habe für diese Woche folgende drei Mitspieler mal nominiert. Und zwar ist da einmal, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, nominiere ich diesmal mal ein paar Rote. Habe ich den Farmer 09 nominiert mit seinem Mentalkrieger und seiner neuen Gamefrau Pocahontas sofort mit. Die spielen Ninja. Ich selbst persönlich habe nichts gegen die. Ich habe denen auch mal vielleicht in den letzten 5 Jahren ein, zwei Sätze geschrieben, die jetzt auch nicht ganz so freundschaftlich waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich mit dem Jungen eigentlich kein Problem. Und ich habe mir gedacht, diesmal nominierst du die einfach mal. Und als dritten Kandidaten habe ich mir dann nochmal den Ninja von diesen Haze. Also Haze ist ein Waffensucher, ein 105er bei uns und der hat noch einen 105er Ninja, Icedex heißt er. Der denkt immer, er hat was drauf, er hat das zwar auch, aber das ist leider nur Zahnbelach. Und meines Erachtens ist das auch so ein Schaumschläger.
Ne? So, nichtsdestotrotz, genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und würde sagen, wir hören uns dann bald wieder. Everybody needs a little time away. I heard you say from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. Thank you.
What I need to do, try to forget and I found someone new. So I pray on my knees.